Semper Fi, Colonial Marines. Ich grüße euch, hier ist der Marc von Marcos Welt. Ich stelle euch heute mal was aus dem Aliens-Universum vor. Und zwar ein paar Eigenbauten von mir aus den letzten 12 bis 15 Jahren, grob geschätzt. Ja, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wann ich zuerst das erste Nerf Colonial Marine Gewehr gesehen habe und es nachbauen wollte. Das muss so, ja, irgendwann vor 2010 oder so gewesen sein. Ich glaube 2008 oder sowas. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, alles, was ich euch erzähle, werde ich nochmal darauf hinweisen, verlinke ich nach bestem Wissen und Gewissen. Wisst ihr, kennt ihr ja von mir. So, allerdings gleichzeitig darf ich auch keine großartige Werbung mehr machen als deutscher böser Influencer mit meiner enormen Reichweite. Ja, ihr wisst ja, dieses Supercard, die Hummels-Influencer-Urteil. Ja, kommen wir zu dem, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte. Und zwar Nerf. Ich finde ja Nerfs großartig. Ich finde auch die anderen Firmen toll. Es gibt ja noch Busby und Zuru und wie sie sonst alle heißen. Ja. Und jeder Sci-Fi-begeisterte Nerd, wie auch immer, den ich kenne, wollte immer schon mal einen Colonial Marines Pulse Rifle haben. Und das als Nerf, wenn er auch noch ein Nerf-Freund war. Jetzt hast du das nicht zu kaufen bekommen, also musstest du dir selber bauen. Und jetzt geht's los. Wer auf sowas Bock hat, der kann das jetzt zweierlei lösen. Ich zeige euch mal alle Varianten, die ich selber gemacht habe. Das hier sind übrigens die Originalmaße. 68 cm eingeschoben und ausgezogen sind es dann um die 72, 73. Das habe ich mir nicht mehr gemerkt. Einfacher Grund, ich kann das hier nicht ausziehen. Ist fest. Ja. Ihr kauft euch eine Nerf Recon oder Retaliator, was im Prinzip dasselbe Gehäuse ist, und dann baut ihr die ein bisschen um. Das habe ich mal hier gemacht. Ja, dann braucht ihr Metalllochband aus dem Baumarkt, also auch so ein PVC-Rohr aus dem Baumarkt, und das ist eine 3 mm Hartschaumplatte. Ja, und dann habe ich halt einfach, also was der Schlitten hier von der Retaliator war das in dem Fall gewesen ist, das seht ihr jetzt umgedreht hier als Pumpgriff, ja, für den Granatwerfer. Ja, und damit habe ich dann eigentlich schon ziemlich viel gemacht. Das hier ist von der Firma Worker. Wenn ihr den Schlitten abmontiert habt und ein neuer Schlitten drin ist und so weiter, das ist ein Teil, das kann ihr, könnt ihr euch dann für zum Beispiel, wenn ihr aus der Retaliator eine AK machen wollt, also ein Kalaschnikow oder sowas in die Richtung, dann ist das hier ganz gut, damit man da halt dann entsprechend nachladen kann, ja, und schießen. Ja, und der Rest ist eigentlich ziemlich einfach. Das hier ist auch der Original Retaliator Schaft. Der hat hier diese hässliche orange Dreiecksverbindung. Man schraubt es auf, ist in einer Minute erledigt, nimmt es raus, schraubt es wieder zusammen, ist fertig. Ja, und dann ist das einfach der Lauf. Der normale, der dabei war bei der Retaliator. Ich habe ihn allerdings einfach eine Etage tiefer versetzt, das Lochband hier an die Seite geklebt, mit Sekundenkleber, möchte ich bemerken. Und das ist es gewesen. Ich bin übrigens mit der noch nicht ganz fertig, wie ihr hier sehen könnt. Ja, das gibt euch aber die Möglichkeit, mal im Detail zu gucken, was der Onkel hier wieder so gemacht hat, wenn er wieder vom Krieg erzählt. Ja, und grundsätzlich hatte ich hierfür auch eine Schablone. Die gibt es bei uns im Predator-Clan, also AVP Universe Germany hat Predator-Clan Germany, Alien Hive Germany und Colonial Marine Division Germany. Und ja, ich habe ja von allem Kostüme, bin also in allen dreien. Und da hat eins unserer lieben Mitglieder mal die Schablonen aus PDF zusammengetragen. Und die könnt ihr da runterladen. Die müsst ihr aber skalieren. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht. Also bevor ihr mich jetzt bitte in den Kommentaren hier fragt mit, ja, kannst du das nicht? Nein, ich kann das nicht. Der Onkel kann sich nur vor eine Kamera setzen, Kostüme tragen und ansonsten kommt er gerne bei mir auf Twitch vorbei. Ich mache sowas auf Twitch live. Ich baue mir die ganzen Kostüme hier mittlerweile auf Twitch live. Kanal ist unten verlinkt. Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Jedenfalls aktueller Spielplan, hätte ich das schon fast genannt. Ihr wisst schon. So, ich habe das frei Schnauze gemacht. Deswegen kann ich euch die hier nicht jetzt irgendwie groß zeigen. Vor allem, sie variieren gar nicht mal so viel. Das ist das Akkurateste jetzt, was ich überhaupt jemals gebaut habe. Und ich müsste mir das einfach mal auflegen oder so. Das Schöne ist, es ist ja verschraubt. Und deswegen kann ich es ja jederzeit auch entfernen und daraus wieder die normale Retaliator machen. Ist ja völlig reversibel. Ja? Also das Schwierigste ist tatsächlich nicht mal dieser Aufbau hier, sondern der.
Und ich bin hier faul gewesen. Hier gibt es nämlich eigentlich noch eine Schiene drin. Die habe ich nicht gemacht. Es war mir viel zu mühsam, da noch eine Schiene reinzukriegen. Vor allem, wenn ich sie ja auch von der Seite hier dicht haben wollte. Ne? Naja. Ja. Das Ganze hat mich jetzt... Ich musste mir tatsächlich wieder schwarz kaufen. Ich musste mir noch ein Oliv kaufen. 50 Euro gekostet. 50 Euro und ich glaube, es waren so um die 6 Stunden Arbeit. Ja. Also, nur wenn ihr mal euch fragt, wie kriege ich günstig eine Nerf, die auch noch wirklich als ja, Pulse Rifle funktioniert. Ich habe hier gerade kein Magazin dran, das fehlt. Das wäre die erste Variante, die ich euch zeige. Jetzt gibt es ja Leute, die wollen ganz, ganz dringend immer, dass das ja eine Vollautomatik und so weiter ist. Ja, das ist jetzt meine aktuelle aus einer Retaliator gewesen. Und ich habe mir mal eine Rapid Strike genommen. Also das hier war eine Rapid Strike. Hier habe ich mir deutlich mehr Mühe gegeben. Auch wieder 3 mm Hartschaumplatte. Ja, als bei der, die ihr gerade gesehen habt. Ja, das hier, ich musste halt diesen Ladehebel da anbringen, finde ich ja ziemlich blöd, aber da gehört er halt hin und es gab keine andere Variante, ohne die Elektrik zu beeinträchtigen. Und hier habe ich dann auch tatsächlich mal ein Magazin und das ist halt ein, hier, ein normales von Worker, ein 10er allerdings. Ne, Quatsch, das ist ein 12er. Ha, ein 12er, ich hätte euch um 2 Darts beschissen. Ja, hier musste ich ein bisschen anders an die Sache rangehen. Vor allem der Granatwerfer, der funktioniert. Allerdings funktioniert der ein bisschen anders. Das ist jetzt der von einer, wie ihr sehen könnt, an dem ja, hässlichen Gelb. Ne? Das ist noch das Vorderteil von der Longshot. Und so haben es die allermeisten Leute auch schon vor 10 Jahren gemacht, die ich so gesehen habe. Diese nervtötende Mist hier unten mit diesem Teil dran. Ich hasse es. Hartschaumplatten sind großartig zum Bauen und gleichzeitig auch wieder nicht. Ja. Und sie verkratzen leider ein bisschen. Es ist halt doch kein ABS-Kunststoff. Das wäre aber für mich schwerer zu verarbeiten. Ich kann damit nämlich nicht umgehen. So, aber jetzt habe ich halt hier einen etwas größeren ja, Kasten unten bauen müssen, als es jetzt noch bei der hier war. Die habe ich halt einfach möglichst originalgetreu gemacht. Und ihr seht halt einfach, hey, wenn das volle Auto ist, dann habt ihr mit 6 Schuss auch keinen Spaß, dass er angeblich 99 sein soll. Aber ihr könnt ja auch jetzt hier keine Trommel mehr unten dranhängen. Ist ja im Weg. Ne? Also ein 18er bzw. 22er Magazin, das wäre hier so das höchste der Gefühle. Ja, ich habe mich auch hier etwas vermessen. Seht ihr mal. Ja. Kann ich unten nicht schließen, so. Ja, der Cosplayer zeigt, wenn man ihm sagt, hey, dein Kostüm oder dein Requisit ist toll, zuallererst mal die Fehler. Ja, immer so, nein, was, das kannst du doch nicht toll finden, sieh doch mal, wo ich hier gesaut habe und da habe ich nicht richtig. Und jetzt guckt es euch an. Ich glaube, da freuen wir uns einfach, ne? Ja, hätte ich damals gewusst, dass dann, das habe ich 2014 gemacht, dass jetzt nur 8 Jahre später dann noch eine von Nerf wirklich rauskommen wird, die ich mir schon vorbestellt habe, ja, sei es drum. Das ist aber der Rapid Strike Eigenbau, der auch den funktionstüchtigen Granatwerfer hat. In dem Fall einfach so benutzen. Ich habe mir mal hier versucht, was zu bauen, dass man den hier fernziehen kann, wenn man hier reingeht, weil hier ja eigentlich dafür der Abzug sitzt. Hat aber nicht funktioniert. Ja, aber dafür kann man hier auch was ausziehen. Ist auch der Original Rapid Strike Schaft. Den habe ich nur abgesägt, verändert. Aber wenn man hier drauf drückt, also daran merkt ihr es auch, dass es der richtige ist. Fand ich, sah schon ganz dem Original entsprechend aus. Und ist vollautomatisch. Hier sitzen übrigens die Batterien. Bei der Rapid Strike sitzen die ja eigentlich hier vorne. Musste ich jetzt umlegen in dieses 1,50 Euro Batteriepack. Ja, also 1,50, das ist einfach. Ich wollte halt so eins haben, wo 3 Batterien reinpassen, damit ich 3 Trustfires ohne den Dummy nehmen kann, wenn ich versteht, was ich meine. Ich mache noch Nerf-Modding-Videos, da wird das interessant beim elektrischen Modding. Und ein solches habe ich nicht bekommen, also war ich im Teddy bzw. in irgendeinem lokalen 1-Euro-Geschäft. Und da kriegst du ja das ganze Jahr über diese 10er LED-Weihnachtsketten. Mit dem Rest LEDs konnte ich dann halt eine andere Nerf beleuchten, so im... Ne, zeige ich euch noch Ampel-Look, dass es aussieht, als ob da die Batterie dann halt rot-gelb-grün Status anzeigt. Ja, ein Status, 2 Status. Nur für diejenigen, die dachten, das würde Stati heißen, tut es nicht.
Und meine allererste von, ja, vor dem letzten Krieg. Das ist eine Nerf Recon mit einer Longshot. Ja, das ist die mit Abstand jetzt auch wirklich größte. Da habe ich gruselig gearbeitet. Also mal so zum Vergleich. Wenn wir mal die aktuelle nehmen, die die Originalmaße hat, dann sehen wir hier schon deutliche Unterschiede. Also die Höhe kommt hin, ja. Aber die Länge definitiv nicht. Das ist jetzt die definitive Langversion. Ja, die musste ich etwas verlängern. Die kannst du nicht im Originalmaß bauen, wenn du den Longshot-Frontteil an der Recon baust und dann von der Nerf Raider, beziehungsweise, ja doch, es ist nur die Nerf Raider. Das ist, fand ich, der zweitbeste Schaft, den Nerf jemals rausgebracht hat, der variabel gewesen ist. Der Nachfolger, die Nerf Rampage, hat den nicht. Den hat nur die Raider. Die Raider ist aber dafür das schlechtere Modell. Aber wie gesagt, Nerf-spezifische Videos und Modding und dergleichen machen ja in Deutsch nicht ganz so viele. Ich denke, da kann ich ein paar Videos machen. So. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt's mir. Wenn nicht, schreibt's mir auch, dann lasse ich es bleiben. Ist ganz einfach. Also, Hartschaumplatte, ganz viel Spachteln und Schleifen. Und das wird jetzt natürlich gerade ein bisschen limitiert hier durch den von mir festgestellten Trageriemen. So, also das ist der Schaft von der Nerf Raider. Ich meine, gut, so viel lässt sich hier jetzt auch nicht rausholen, aber es ist immerhin etwas. Oh Mann, damals war ich noch so ein richtiger Modding-Baba. Ich habe noch keine Ahnung gehabt, ich habe einfach gemacht. Also wir sprechen hier so um die Zeit, als Nerf Streamlines das Hauptkaliber der Nerfs gewesen sind und es wirklich nur zwei Magazinblaster, die Nerf ja gerne fälschlich Clipblaster nennt. Unterschied, Magazin ist etwas, wo eine Feder drin ist, die dann dafür sorgt, dass die Patronen innerhalb des Magazins weiter bewegt werden und alles, was halt einfach nur die Dinger wirklich festhält, ohne irgendeine mechanische Weiterführung mit einer Feder, das ist ein Clip. Also die Blaster wie hier ECS irgendwas, Electronic Clip System heißt es ja, das ist dann sowas wie eben, ja, die Rapid Strike und ähnliche, Quatsch, die Stampede vor allem. Ja, das sind aber eigentlich Magazinblaster und müssten EMS heißen, Electrical Magazine. Jetzt fange ich schon mit Stottern an. Nochmal, Electrical Magazine System. Aber EMS wollten sie vielleicht nicht nehmen, weil es halt Rettungsdienst in Englisch heißt, ich weiß es nicht, aber irgendwas ist ja immer. So, längster. Und das ist auch mein erster, auf den bin ich so richtig stolz. Ne? Da musst du ja hier noch zurückfahren. Dann kamst du erst ran. Da musste ich mir noch dieses Adapter hier, ja, an das 6er Magazin. Heute hätte ich halt einen 8er genommen. Damit das so funktioniert, beziehungsweise, ich glaube, das könnte ich auch mit einem 10er problemlos machen. Aber, ja. Hier habe ich mal darauf verzichtet, das korrekt auf die rechte Seite zu bringen, den Ladehebel, sondern ich habe ihn wirklich da angebracht, wo ich wollte damit wirklich was machen. Und dieser Ladehebel, schaut mal gerade, das ist eigentlich das abgeschnittene Teil, das hier hinten an der Recon dran saß. Habe ich einfach abgesägt mit Heißkleber und von der anderen Seite habe ich, also von der Innenseite des Schlittens, habe ich dann Flachkopfschrauben angebracht und da so einen kleinen Metallwinkel und habe das damit verschraubt und das andere draufgesetzt mit noch mehr Heißkleber und dann war es gut. Ja, der Longshot, ja, Granatwerfer funktioniert genau so. Hier wäre ja eigentlich dessen Abzug gewesen. Das heißt, Dart kommt rein und dann fliegt er halt rum. Ihr seht übrigens hier, dass ich eine blaue Version der Longshot hatte. Das ist die, die bei uns eher selten war. Wir hatten meistens die gelbe. Und auch hier wieder 3 mm Hartschaumplatte, 3 mm Hartschaumplatte, viel Spachteln und Schleifen. Und ich sag ja, ich habe damals noch richtig geschlampt. Schaut euch mal die Oberfläche an. Ihr seht meine Mängel. Ihr seht da so ein paar. Und die sind mir übrigens egal. Ich möchte nichts hören. Ja? Ich habe eine, ihr nicht, höchstwahrscheinlich. So, jetzt kommt ihr. Also, wer Lust hat, ich möchte ja hier inspirieren, dass ihr euch sowas einfach nachbaut. Es ist mir wirklich auch heute noch, es ist mir egal, ob jetzt jemand meint, die ist nicht völlig akkurat oder sowas. Also, ich finde, das sieht akkurat genug aus. Denn denkt dran, Cosplay ist ja, was ihr draus macht. Also, sofern ihr auch wirklich die Figur spielt und nicht einfach nur das Kostüm tragt, dann macht er ja Costuming.
Lasse ich das drin oder schneide ich das raus? Ich lasse das drin, das habt ihr jetzt davon. So, also hier einfach meine drei verschiedenen Varianten im Laufe der Zeit. Die allererste, irgendwie finde ich, sie haben alle einen Charme, der nicht in eine andere mit übergegangen ist. Jeder ist irgendwo anders geworden. Ich habe bei einigen etwas dazugelernt, bei anderen Varianten habe ich dann doch aus Faulheit ein paar Sachen weggelassen, die ich bei vorigen gemacht habe, aber unterm Strich sind sie handwerklich alle etwas besser geworden. Das heißt also für euch zweierlei. Zum einen, macht einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, ihr seht ja, ihr habt die Möglichkeiten, ihr könnt das mit allem Möglichen machen. Wenn ihr wollt, macht's halt. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand eine Stampede dafür genommen hat. Kriegt er ja heutzutage sogar alles wieder. eBay Kleinanzeigen, da kriegt er die ja nachgeworfen teilweise. Ne? Also ich suche immer nach einer Retaliator oder so. Gerade Kinder, die dann halt 3 Jahre damit spielen, dann von 11 auf 14 keinen Bock mehr drauf haben. Ja, die stoßen das für 5 € teilweise ab. Also eine Retaliator habe ich gesucht für unter 10 € mit allem, was dazugehört. Also Magazin war nicht dabei. Aber ganz wichtig war ja für mich der blöde Schaft und der Lauf. Und habe ich inklusive Versand für einen 10er bekommen, schafft ihr auch. Gerade wenn heute, wenn es euch nicht drauf ankommt, dass die ganz krass schießt, dann könnt ihr auch genauso einfach eine Recon nehmen. Die will ja heute gar keiner mehr. Die schießt ja nur 8 Meter, das ist ja vor dem umgekehrten Plunger-System. Es ist ja heute eine Steinzeit. Ne? Das wäre dann halt irgendwie auch noch mit der Rapid Strike halt irgendwie möglich. Also ihr könnt euch so eine Colonial Marines, Aliens die Rückkehr, Impulsgewehr, so ein M41A selber machen, wenn ihr einfach ein bisschen Geld ausgebt, wenn ihr ein wenig Lust habt und wenn ihr wissen wollt, wie man sowas macht, schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei und fragt mich da oder schaut euch an, was ich da gerade baue. Habe ich alles unten verlinkt. Das Kostüm kriegt natürlich ein eigenes Video, das wollte ich jetzt einfach nur mal passend zum ganzen Video hier anhaben und euch mal meine 3 verschiedenen Pulse Rifles, meine Impulsgewehre von Aliens, die Rückkehr zeigen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.